Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zwei Dinge machen den Fall Wirecard besonders einzigartig. Es ist die Dimension des Schadens, der entstanden ist. Wir reden über einen Betrag zwischen 25 und 30 Milliarden Euro. Und die Rolle von Behörden und Regierung, die nicht, wie in manch anderem Fall vielleicht die Sache unterschätzt haben, zu wenig getan haben, nicht Bescheid wussten, sondern diesen Fall als Intensivfall kannten, über Jahre hinweg begleitet haben, aber auf der falschen Seite mitgespielt und die Anleger regelrecht noch mit in die Irre geführt haben. Das war einzigartig, aber einzigartig falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und just deshalb war dieser Untersuchungsausschuss trotz mancher Skeptiker am Anfang, an die ich heute mal erinnern möchte, notwendig. Und er war auch erfolgreich. Gut, dass FDP, Linke und Grüne ihn durchgesetzt haben, denn sonst hätte es ihn überhaupt nicht gegeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. So kollegial es im Ausschuss war, so schwierig war die Zusammenarbeit teilweise bei der Informationsbereitstellung durch die Bundesregierung. Das Kanzleramt hat Zeugen vorbereitet. Das Kanzleramt hat auch eine zentrale E-Mail eines Beraters von Frau Merkel, Herrn Röller, nicht vorgelegt. Und wir haben auch, Herr Minister Scholz, festgestellt, dass Sie auch in dienstlicher Sache über private E-Mail-Accounts kommunizieren. Wenn das zwei Regierungsmitglieder machen, wird das in der IT der Regierung gar nicht mehr erfasst. Und insofern kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Bundestag alles erfahren hat, was stattgefunden hat in dieser Sache. Das muss man leider auch an einem heutigen Tage so feststellen. Wir werden sehen, wie viel und wie vollständig die Informationen waren, die wir bekommen haben. Nun kommen wir zu den Feststellungen. Erstens. Der Betrug war zwar groß angelegt, aber er war nicht perfekt organisiert. Er war zu entdecken. Auch diese Verbrecher hatten Schwächen, die man hätte nutzen können, um es aufzudecken. Es gab fundierte Hinweise, nicht nur aus der Presse, so wie das im letzten Sommer aussah, Financial Times und so weiter, sondern es gab auch Hinweise aus der Bundesbank, schriftlich hinterlegt, Warnungen. Es gab etliche Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von seriösen deutschen Kreditinstituten gegen Wirecard und sein Management. Es gab die Finanzverwaltung, die den Verdacht hatte, dass hier Straftaten begangen werden und die das auch hinterlegt hat, in dem Fall bei der Staatsanwaltschaft in München. Und das führt zur Schlussfolgerung Nummer drei. Dieser Betrug hätte frühzeitig verhindert werden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und viertens. Behördenversagen ist das eine, aber der Fall Wirecard ist ein Fall von Regierungsversagen. Wir hatten keine funktionierende Rechts- und Fachaufsicht des Finanzministeriums, Herr Minister Scholz, über die BaFin. Das Leerverkaufsverbot, einer der zentralen Fehler, aber nicht der einzige, war rechtswidrig aus mehreren Gründen. Wo war die Rechtsaufsicht? Wo war die Fachaufsicht? Wo waren die Fragen nach der Berechtigung einer solchen Maßnahme? Herr Minister Scholz, Sie wissen auch, dass seit 2018 der Finanzausschuss des Bundestages im Monatsrhythmus die Zustände bei der Geldwäschebehörde der FIO, die Ihnen untersteht, thematisiert hat. Fairerweise muss man sagen, Sie haben auch ein Problem von Ihrem Vorgänger Herrn Schäuble geerbt an der Stelle, der diese Behörde im Schweinsgalopp errichtet hat. Aber es war leider nur eine Frage der Zeit, bis dort wertvolle Informationen nicht verwertet werden. Und ich sage Ihnen eins, und gerade weil wir Abgeordneten von Anfang an dieses Thema FIO verfolgt haben: Diese Behörde hat von 32 Treffern vor der Insolvenz von Wirecard nur 2 identifiziert und 30 nicht identifiziert. 1/16 ist eine desaströse Quote. Dafür tragen Sie Verantwortung, genauso wie Ihr Vorgänger Wolfgang Schäuble. Und insofern hat hier tatsächlich die Regierung über Jahre hinweg Fehlentscheidungen getroffen, die diesen Betrug mit ermöglicht haben. Und was viele Menschen sagen, und das ist eigentlich das, was heute auch mal ausgesprochen werden muss, weil es nämlich die ansonsten erfolgreiche Bilanz dieses Untersuchungsausschusses ein wenig auch einordnen hilft. Die Leute fragen sich, Frau von der Leyen verstößt gegen Haushaltsrecht und wird Kommissionspräsidentin. Kommen Sie bitte zum Schluss. Jawohl. Herr Scheuer verstößt gegen Haushaltsrecht und bleibt Minister. Und auch im Fall Wirecard sind die Verantwortlichen auf der politischen Ebene alle immer noch dort, wo sie sind. Und genau das ist das, was die Leute nach dem Skandal noch mal verärgert und sie auch zweifeln lässt daran, dass hier in diesem Staat alles mit rechten Dingen zugeht. Ändern Sie das, machen Sie das Nötige. Ansonsten wird dieser Fall Sie sowieso nicht mehr loslassen, Herr Minister Scholz und die gesamte Bundesregierung. Herzlichen Dank. Danke.
Das Wort geht an die Fraktion Die Linke mit Farbe.